hier hoch. Hier hoch. Hier Fackel drin, ja. Hier hoch. So, dahin. Es muss 4 hoch werden, ne? Meine ich. Ich meine, es müsste 4 hoch sein, ja. Mhm. Mhm. Versteht, ne, was ich hier mache? Ich dachte, ich setze einfach mal so ein paar Blöcke. War los, falsch hin. So. Wieder einer falsch. Lalalala. Ich mag es, dass ich die Klötze immer falsch setze. So. Rupp-di-tupp kommt da jetzt Sand hinein. Wie ist das, als hier oben im Ausgang? Nee, ne? Muss man da rauskommen können? 5, das ist ja ganz schön breit. Wahrscheinlich wirkt das dann zu breit. Befürchte ich. Mist, raus. Das geht nicht. 5 wirkt von unten zu breit. Das kann ich nicht machen. Heißt, das muss alles wieder weg. Hab alles umsonst reingemacht. Ja, ja. Freut ihr euch. Freut ihr euch, ne? Ich weiß das. So, ich habe doch noch einen Axt gemacht, Gott sei Dank. Sonst hätte es mich jetzt gehauen. Wir müssen einfach nur diese äußeren weiter nach innen ziehen, dann ist es nämlich nicht mehr 5, sondern 3. Und dann sieht das ja viel besser aus. So, da muss es hin. So, und auf der anderen Seite natürlich auch. Ist hier oben dann sehr viel Dachfläche, ich sehe es ein, also hier. Aber... ja, es kommt auch von diesen Dojos, werden weil sie immer viereckig gebaut, also quadratisch. Meins ist natürlich auch viereckig, aber die werden quadratisch gebaut. Und meins ist leider rechteckig. Deswegen muss ich ein bisschen tricksen. Tricksen, also ein bisschen anders bauen, so würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie das von unten aussehen wird, aber wahrscheinlich wird es kacke aussehen. Und ich ärgere mich, dass ich überhaupt ein Dojo angefangen habe zu bauen. Ihr könnt mir aber jetzt dann, wenn es jetzt fertig ist, auch schreiben, wie ihr den Dojo denn überhaupt findet. Gut, schlecht, kacke, so mittelmäßig oder was auch immer. Habt ihr freie Wahl, ich beschränke euch in nichts. Das ist irgendwie doof, da kann ich ja, muss ich ja Fackeln an Sand anbringen. Ja, Fackeln haben wir natürlich auch keine mehr. Wäre ja auch, was sollen wir auch mit Fackeln? Ach doch, da haben wir noch welche, ich bin einfach nur blind. Sehen in den Texture Pack einfach so aus, dass ich sie nicht gesehen habe. Hm. Fackel, einfach da eine hin. Und dann hier quasi auch noch. Oh ja. Ich werde euch fragen, warum kann man hier hochgehen, wenn man sowieso nicht rausgehen kann. Frage ich mich auch im Übrigen. So. Was kann man noch mit Sand machen? Ist doch wurscht. So. Genau. Ich brauche normales Holz. Mehr habe ich nicht, oh mein Gott. Das ist auch voll das tolle Holz hier. Das sieht schon eher danach aus. Ah ja, die Ecke kann man gleich reinzimmern. So, das steht ein über, ne? Oh. Diesmal nicht wieder an den Stämmen wie letztes Mal. Doch auch. Ah, oh, was? Ich krieg zu viel. So, weiter geht's. Im Gänseschritt, den Gänseschritt, im Gänseschritt. Wieder einer falsch, da machen alle mit. Ein Innenausbau wird es für den Dojo nicht geben. Also war zumindest nicht geplant. Da habe ich mich auch gar keine Zeit mehr zu. So, das nochmal weg. Okay, Zäune. Ich hätte noch ein paar, ne? Ja. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Sehr gut. Erde.
Jetzt brauche ich die Erde. Immer schön rum mit der Erde. Keine Erde mehr. Traurig. So, Zäune. Der Dojo muss mal irgendwann fertig werden. Ein riesen Mammutprojekt hier geworden. Das sollte es gar nicht werden. Das war geplant. Ich wollte euch hier das schöne weite Feld zeigen. Nicht. Hier muss natürlich noch vernünftig Eingang hin, hier muss der halbe Berg abgetragen werden und oh, eigentlich ist noch so viel zu tun, aber uns rennt die Zeit davon. Mir ist gerade eingefallen, dass ich hier oben gar nicht rauskomme. Jetzt mache ich auch die Fackel kaputt. Ich bin so doof. Da muss ich raus. Wenn ich irgendwie rauskommen will. Ich bin einfach zu dämlich für dieses Spiel. So, das wieder dahin. Jetzt einfach nicht runterfallen. Wie wär's? Klingt nach dem Plan, ne? Bin fertig, das ist gut. Eine Schuppe haben wir doch, ne? Ja. Zäune brauchen wir gleich wieder. Kann ich erst wegtun. 11. Wir brauchen. Wir haben noch 11 Zäune und wir brauchen 8. Okay, das passt. Zwei in jeder Ecke bei 4 Ecken macht 8, ne? Habe ich richtig gerechnet. Nicht, dass mir jetzt hier wieder meine Mathe-Künste vorgeworfen werden. Da haben wir schon lange nicht mehr, aber das war beim letzten Mal beim Bauernhaus. Ist ja auch schon ewig her, obwohl das das Gebäude hier vor war, was ich also hier vorgebaut habe. Aber das ist schon irgendwie trotzdem ewig her. So, das wäre das. So. Schnell noch einen höher. Kommt man da hoch? Ja. So, jetzt noch eben die Ecken dran, Zwiebeln. So, wie war das nochmal? Ich meine, ich mache da bestimmt keine hin. Nee, aber ich glaube, da eine hin. Da drauf und da. Und dann brauche ich Treppen. Habe ich noch welche? 21, reicht das? Das weiß ich nicht. So, da muss eine hin. Da muss eine hin. Und dann mache ich immer so und so, ne? Wenn nicht, schreibt es mir in die Comments. So, die Ecke hätten wir. Oder baue ich lieber nur hier so eine große Ecke irgendwie dran? Ne, ich mache das schon so und so ist es okay. Natürlich wird es jetzt dunkel. Aber ich werde jetzt einfach dieses Dach fertig bauen. So, habt ihr jetzt davon. Und dann spawnt hier oben ein Creeper und der jagt mir alles in die Luft. Und dann werde ich bestimmt nicht mehr fertig. Hey, komm, ich gehe runter. Das Risiko ist mir echt nicht wert. Gute Nacht. Und guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann mal eben schnell noch so ein bisschen Holz noch zu Dings machen, zu Wooden Planks und dann mit den Wooden Planks nochmal eben so 5 Stück. So. Genau, dann machen wir mal schnell ein paar Treppchen mit. Ich weiß nicht, was ich noch brauche im Dach, aber ich will nicht wieder runterrennen müssen, weil ich nicht alles dabei habe. So, hier kann man doch schon mal auf einen Stockwerk höher gehen, ne? Ja, das geht. Da tanken wir weg. Zumindest so weit. So weit, so gut. Nee, der muss natürlich da stehen bleiben. Ja, warum ich das mit Holz mache, um das zu verschwenden, ist ganz klar.
So, das ist richtig. Jetzt kommt hier einer, hinter einer. Und dann hier einer. Tröpfchen dran. Tröpfchen dran. Zack, zack. Okay, Axt rausholen. Wegmachen. Wegmachen. Okay, da noch ein. Also da einen hin. Und da einen hin. Tröpfchen da dran. Tröpfchen da dran. Und da einen und da einen hin. Sehr gut. So, das sind die vier Ecken. Und jetzt mache ich noch die Treppen falsch rum hier hin. So, Treppen. Das ist genau die Mitte. Ich kann es aber drei breit machen, denke ich. Jo, das geht. Das auch. Hier zwei. Da zwei. Interessant. So, und jetzt noch. Kann man ruhig so einen da hinsetzen, oder? Ach ja, das geht schon. So ein und so ein. Okay, jetzt brauche ich halbe Stufen. Ich habe doch bestimmt eine Workbench dabei. Ja klar, das haben wir doch. So. Davon brauche ich welche. Drei Stück. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, ich brauche mehr. So, die nehmen wir jetzt mal und hauen die mal hier so hin. Das kann weg. So, ich denke, ich kann doch vier Stück fünften Reifen erreichen, ne? So. Sieht interessant aus. So, das ist aber für mein Dach, von meinem Dojo. Komm her, ich nehme ihn da mit. Was machen wir, damit wir oben nicht spawnen? Setzen wir in diese vier Ecken einfach Fackeln rein. So, was machen wir generell jetzt auf jeder Ebene? Schön in diese Ecken immer Fackeln rein. Dann hoffe ich, dass nicht so viel spawnt. Hier ist aber eine sehr große Dachfläche. Leider wird das sonst popetisch, wenn ich da was mache. Das wollen wir nicht. So. Okay, wieder ein tiefer gehen. Fackel. 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 Fackel und noch ein tiefer gehen. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas nicht abgerissen da, ne? Fackel. 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 Ich fürchte fast, dass ich da irgendwas nicht abgerissen habe. Na, ist es doch, siehst du, ich wusste es ja. Na, ihr wusstet das natürlich schon nichts. Naja, habt ihr mir wieder nicht gesagt, bevor ich runtergesprungen bin. So, das wäre das. Weg ist es. Jetzt noch schnell das hier wegmachen. So, und das hier brauchen wir auch nicht mehr. So, okay, jetzt brauchen wir noch. Habe ich noch genug Stämme dabei? Ich hoffe es doch. So, hier können wir theoretisch mit Dreck nochmal eben einen auffüllen. Da muss da natürlich auch Dreck hin, aber das geht. So, hier an die Ecke klatsche ich jetzt Holz. Oder wäre es. Nee, es wäre viel cooler, wenn ich es nicht dahin machen würde. Soweit ist es zum Glück nicht. Aber ich wollte gerade sagen, es wäre viel cooler, wenn ich es einen Meter innen machen würde. Sprich dahin. So. Wie ist das hier? Das sieht natürlich scheiße aus. Das muss weg. So, und das da drunter kann auch weg. Nein, das sieht scheiße aus. Das machen wir wieder dran. Und zwar noch mehr als vorher. So, dass der da oben richtig abschließen kann. So, würde ich das mal sagen. Das sieht dann von der Ferne nicht mehr so schlimm aus. So, und dahin muss aber noch irgendwas Stimmiges hin. So.
komme da rum. Das ist alles so hoch hier. Uah. Ich muss wieder irgendwie da hochkommen. So, jetzt von hier aus. Sehr gut. Wie tief soll das denn gehen? Ja, das ist eine gute Säule. Ich muss echt bis da unten hingehen. Das sieht doch schon total scheiße aus. Oh mein Gott, ich springe einfach ins Wasser. Los, und hoffentlich treffe ich nichts. Okay, gehabt. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ist der Dojo jetzt in diesem Augenblick fertig. Das wäre ja cool, ne? So, zur Feier des Tages, bevor ich mich jetzt gleich umdrehe, esse ich noch einen Schnitzel. So, und dann renne ich auf einen gebührenden Platz. Ich glaube, hier bin ich noch zu nah dran, ne? Wo ist der Berg? Ein toller Eingang. Okay, das ist noch zu nah dran. Ich habe es selber noch nicht gesehen, in das fertige Objekt. Wir werden das gemeinsam, werde ich mich jetzt umdrehen mit euch. Und dann werden wir es sehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das von hier aus an. Seid ihr bereit? Tada! Oh, schön geworden. Die Säulen sieht man nicht so stark, aber man sieht sie. Ich gucke mir das nochmal von da hinten auch nochmal an. Eine schlechte Position jetzt gewählt. Aber irgendwie... Schön, ne? Oh, ich finde es... ist ganz nice geworden, dafür, dass ich das erste Mal gebaut habe. Kürbisse. So. Ja, ja, die Podeste stören doch keinen. Oh, mein normales Haus. Mein Anfangshaus. Tada! Sehr geil geworden. Boah, ich möchte das nochmal von... Ja, ich weiß, ich baue jetzt hier nochmal so einen Dreckturm hoch, um das von nah dran zu sehen. Auf einer angemessenen Höhe. Hier ist, glaube ich, noch ein bisschen näher. Das ist, glaube ich, gut. Ja. Und auf diesen Turm werde ich dann gleich ausloggen. Und dann mal hoffen und warten, was Notch so in der nächsten Zeit macht und ob da jetzt morgen die neue Minecraft-Version rauskommt. Ich müsste noch ein bisschen höher. Habe ich noch ein bisschen Dörte? Ja, da habe ich noch ein bisschen Dörte. Ah, noch drei Klötze. Ah, noch ein Klotz, so zwei, ja. Ah, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Die Säule ist ein bisschen lang, aber sie steht halt, da steht der Dojo drauf. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ja. Und darf ich... Ah, nee, ich wollte jetzt mich schon fast wieder runterbuddeln, dabei habe ich doch gesagt, ich werde hier oben drauf ausloggen. Genießt nochmal den Rundumblick. Falls es die letzte Folge dieser Staffel sein sollte, erinnert euch an alles. Da das Starthaus. Ist doch da, oder? Ja. Dahin das Bauernhaus. Ungefähr da müsste das Baumhaus liegen. Hier irgendwo das Wüstendorf und hier der Dojo. Ja, gefällt mir. Kann man so lassen. Kann man so anbieten. So, die Sonne geht unter. Und damit sage ich mal Tschüss für diese Aufnahmesession und eventuell Tschüss für... Tschüss für Staffel 1. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession, ob es Staffel 1 noch ist oder Staffel 2. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe eigentlich, dass es Staffel 2 ist. Habe ich da einen Fehler gemacht? Nein, ist richtig. Ich hoffe, dass es Staffel 2 ist, weil ich habe tierisch Bock mal auf Tierzucht und so und ich will nicht die Pre-Releases zocken. Ja, jetzt wird es langsam dunkel. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Staffel, was auch immer. Tschüss.